Und da geht es zumindest für mich direkt weiter. Wir haben die Stadt ein bisschen aufgepimpt hier. Wir haben jetzt ein Open-Schild und diverse Lampen. Ach ja, und unseren Strahlungsentferner haben wir ja auch noch. Zack, zack. Und da fällt mir direkt ein, wir haben hier diesen Reaktor, wollte ich schon sagen. Dieses Teil nicht perfekt genutzt. Deshalb braucht nur zwei und wir haben hier drei. Das heißt, wir stellen den mal hier hinten hin. Da schlafen auch nur ein paar Leute, also ist gar nicht so schlimm, wenn es ein bisschen laut ist. Und dann können wir hier... wartet kurz. Naja, komm, egal. Wir machen es halt fancy. Ja. Na, ist irgendwie dumm. Wisst ihr, wir können eigentlich direkt hier oben diesen einen Stecker dran machen, hier. Also, ja, wenn wir wollten, wahrscheinlich schon hier hin. Aber so komme ich da natürlich nicht dran, oder doch? Nein, weil es durchs Haus geht. Wenn ich es hier vorne stellen würde, dann wird es gehen. Aber mir gefällt es nicht, wenn er hier steht. Und durch das Lemblor. Ich würde ihn gerne so weit wie möglich nach da... Kann ich ihn vielleicht aufs Dach stellen? Ah, jetzt werde ich ja total wahnsinnig, ne? Ah, jetzt drehe ich aber gerade mal am Rätschel, oh, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich könnte einfach da oben aufs Dach stellen. Das wäre für mich natürlich eine Lösung, die vollkommen zufriedenstellend wäre. Oder? Meint ihr nicht auch? Guck mal, gehst du da hoch? Kannst du da hoch? Ach, scheiße, ich will dann springen, dann geht's nicht mehr. Ist ja auch jetzt erstmal egal. Wir haben hier Licht, wir haben an der Seite noch kein Licht, darum müssen wir hier natürlich noch einen Schalter rüberlegen. Ja, wir müssen langsam mal wieder ein bisschen Ding farmen, ne? Keramik muss natürlich ran. An den Speckes. Ja, wie gesagt, ich habe in der letzten Folge schon angemerkt, man kann bei Fallout echt krasse Dinge bauen, also Sachen, die schweben und so. Aber irgendwie kann man das hier nicht. Also man kann nicht mit das Kabel durch etwas durchziehen. Finde ich etwas verwunderlich. Kann man, wisst ihr zufällig, ob man sowas machen kann, dass man den Strom einführt, praktisch in die, sozusagen in die Wand. Oh, ein Beschussklickschalter. Ein Beschussschalter. Ach so, da kann man drauf schießen, dann macht er irgendwas. Ist das cool, wir können so krasses Zeug machen. Energiezähler. Okay. Ah, da müssen wir jetzt gerade mal einen Energiezähler zwischenbauen, oder? Das glaube ich mir jetzt aber mal sofort. Ah, wisst ihr was? Da, Penis. Hör auf, irgendwas. Ach, fuck. So? Ach, jetzt geht's sogar. Ich wollte gerade sagen, wir könnten nämlich jetzt einfach den Energiezähler hier zwischenschalten. Wisst ihr, und dann von hier da hoch. Praktisch, wenn man so will, ne? Guck mal, wir machen den ja weg, ne? So, weg da mal. Kabel weg. Wie kann ich es wieder wegmachen? Kabel anbringen. Escape für verlassen, Tab für ab. Escape. Hä? Wie mache ich jetzt das Kabel ab? Achso, ist ja egal. Ich kann es ja direkt. Exacto Mundo. Warte mal kurz. Kann ich mir dieses Kabel nehmen? Scheiße. Wisst ihr was? Will ich nur dieses Ding zwischenschalten. Kann ich das hier abmachen? Ja. Jetzt hier dran. So. Das geht ja wirklich hervorragend. Es geht höchst gut hier, ne? Alles klar. Scheißdreck. So. So, fertig, Salak. Und das läuft. Das Licht da geht auch. Wahrscheinlich geht das Licht hinten nicht. Aber das ist jetzt zum Gelaufen für das Licht. So. Wir brauchen da hinten kein Licht. Also, dann machen wir hier mal weiter. Jetzt genug gebaut, oder? Ich glaube, sowas... Also, für mich würde als Zuschauer sowas auch irgendwann langweilig werden. Klar, bei mir natürlich nicht. So lustig und cool, wie ich bin. Aber ja, schau dich bei der General Atomics Fabrik um. Finde den goldenen Grashüpfer. Haus der Cabots. Begib dich zur Finch Farm. Wir gehen mal zur Finch Farm und schauen, was da so abgeht. Dark hat geschrieben, ihn stört das sehr, dass ich so viele Quests offen habe. Mich stört das irgendwie gar nicht, weil... Ja, weil es beeinträchtigt mich nicht und ich sehe irgendwie gerne, was ich alles offen habe, aber ich kann es trotzdem verstehen. Eigentlich geht es auch gegen mein grundsätzliches Denken. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich so bin, dass ich immer alles schließe, beenden will und so weiter und so fort, nie ganz viele Tabs offen habe und so. Aber da habe ich jetzt hier einfach alles offen. Ich weiß nicht genau, warum mich das jetzt nicht so arg stört. Gehört mir diese verkackte Farm jetzt noch nicht, oder was? Nee, die gehört uns noch gar nicht. Was willst du denn? Ach, der will, dass wir nach Ding gehen, ne? Hoch. In die Ironworks. Hast du das Schwert meines Opas schon gefunden? Ich finde es. Noch nicht. Aber sei vorsichtig. Ja, bla bla. Wir kümmern uns jetzt um die Geschmiedeten. Das sind die hier drin sind. Das sind richtig scheißharte Kerle. Und Kerlinnen.
Piper, du bist auch da. Gut. Piper, hast du eigentlich deine verblödete Dingwaffe am Start? Hey. Greif nichts da. Sie hat wieder keine Munition. Sie hat keine Munition. Zelle. Dann gebe ich ihr jetzt halt mehr. Dann gebe ich ihr halt zellentechnisch, ach, ich habe immer noch nicht den Scheiß weggelegt. Ich lege noch kurz den Scheiß weg. Zellentechnisch gebe ich ihr jetzt halt mal, 33. Ich gebe ihr 33. Weh, die schießt dann mit 33 Malen, das war's dann. Ne, ich gebe ihr nur, 10. Du rüstest das Ding jetzt sofort aus. So. Hast du's? Sehr gut. Dann. Sorry für die kurze Verzögerung. Wir laden noch kurz den Scheiß ab. Das mache ich jetzt ganz geschwind mal hier oben in Sanctuary Hills. Weil ich jetzt bei der spektakulären Dingens noch nicht die Matte gelegt habe. Da würden wir jetzt... Weiß nicht, wo wir spawnen. An der Roboterwerkbank lässt sich eine breite Palette von Robotern herstellen, inklusive Kombinationen der General Atomics International oder Robco niemals genehmigt hätte. Wow. Das klingt doch schon ziemlich nass. So, alles weg damit. Was? Wie viel Zeug haben wir dabei? Immer noch 239. Komm, wir haben doch bestimmt jetzt irgendwie so eine Ding zu viel hier. Irgendeine Wumme haben wir doch zu viel. Da war ja auch schon mal den Kreuzschlüssel, den wir nicht brauchen. Den können wir gleich wegkloppen. Kreuzschlüssel kommt weg. Nee, das war's. Bei Klamotten haben wir Reginalds Outfit. Leg ich auch weg. Ich habe noch nie jemanden verloren. Ada, was machst du eigentlich hier? Was machst du eigentlich hier, Ada? Ich kann dich nicht verstehen. Geh doch mal nach in die, ich meine, diese spektakuläre Geschichte. Was könnte man hier eigentlich machen mit Klinge 44? Okay. Aber unser Zahnstocher ist schon ultra krass, ne? Ja. Krasser geht's nicht. Können wir eigentlich hier noch irgendwas machen? Galax-Pistole nutzen wir irgendwie nie. Die 10mm-Pistole vielleicht noch verdazzeln. Oh, Leute. 29. Moment. Halt. Warum habe ich hier eine 10mm Pistole? Hatten wir nicht... Hä? Hatten wir nicht eine Automatik 10mm Pistole eigentlich? Warte mal kurz. What? Okay. Ich hätte schwören können, wir hätten eine Automatik. Wir hatten noch mal eine Automatik 10 mehr. Und hier steht 29, nicht 31. Mit der Fake. Das ist wahrscheinlich irgendeine positive Beeinträchtigung durch eine Klamotte, die wir tragen. 29. Da können wir natürlich noch was machen hier, ne? Alter, 34. Verbesserter Verschluss. Ne? Machen wir das so, oder? Achtung. Was haben wir jetzt? 34 müsste sie haben, aber sie hat. Ja. Aber sie hat. 34, okay. Merkwürdig. Naja. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Alles ist cool. Was hat jetzt Preston eigentlich schon wieder vor? Will er uns aufhalten? Ja, wir wollen doch gerade nach Saugus. General, hallo? Ich habe den Raidern eine Lektion erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit. Ich lasse es dich wissen und denk dran. Wie ich krieg ihn weg. Wir wissen ja, was er sagt. Ne? Hast du vielleicht noch eine Aufgabe? Verteidige Teffington Boatshaus. Das ist aber schon ewig her. Ich habe eine Nachricht erhalten, dass eine unserer Siedlungen einen Angriff der Gunner abgewehrt hat. Okay. Ich habe schon gegen die Gunner gekämpft und irgendwas sagt mir, dass sie nur die Verteidigung austesten wollten. Oh. Die Leute werden deine Hilfe brauchen. Oh mein Gott, wie cool. Das hatte ich auf der Xbox nie. So richtige Verteidigungsmissionen. Sorry, das müssen wir jetzt noch kurz... 12 Leute! What the fuck? Hoppala, fast das Mikrofon weggerissen. Da sind 12 Leute schon drin. Ey, Ödel. Attack of the Fishman. Astoundingly. Ja, sowas ist cool. Ich freue mich jetzt schon, da ein bisschen Verteidigung noch zu bauen. Wahrscheinlich ist die zu schwach. Hat jemand... Ne, hier labert keiner. Ach Gott, hier ist ja nichts ausgebaut. Leute. Guck mal, da sitzen Leute. Mensch, hey. Hallo, Sanic. Wir machen euch erstmal ein paar leckere Betten hier hin. Warte mal kurz, da. Warte mal kurz. Scheiß Rektor. Doi. Radio braucht der nicht. Da steht ein Bett rum. Das ist natürlich bescheuert, ne? Das Bett muss eigentlich da hinten stehen, ist doch klar. Oder auch nicht. Wir gehen mal hoch. Wow, hier war ich auch wieder höchst gnädig mit der Platzierung der Betten, ne? Vor allem, was habe ich da für Kackbetten gebaut? Das ist doch widerlich. Also.
Krass, Alter, diese Form, in denen ich baue. Super sexy. Super sexy, ne? Ja, ja. So, das Holz da vielleicht weg? Nein, der Stein weg. Sehr gut, da ist ein Geschütz. Wir brauchen noch mehr Schutz, okay. Wir haben ja schon gesagt, dass es echt eine coole Idee ist, wenn wir diese dicken Geschütze hinbauen. Und die dann halt eben auch gleichzeitig hier oben stehen haben. Ich mach eins so leicht schräg dahin. Eben, wolltest du noch? So. Das hier vielleicht noch leicht anschrägen, falls ich es noch nicht gemacht habe, doch es ist schon. Und dann vielleicht noch so ganz gerade in diese Richtung. Oder da hinten hin. Hier kann man ja auch hoch. Komm, ich mache hier auch noch mal eins hin. So. Damit die Leute, wenn sie hier einpennen, auch merken, wenn der Hase mal Feuer fängt. Dann mache ich noch eins, das nach hinten zielt. So. Krass. Jetzt sind die aber echt stark geschützt. Und Wasser bekommen sie auch noch. Bevor wir hier irgendwas machen, gibt es noch Wasser. 98 Wasserstellen können wir bauen. Wo haben wir die angefangen zu bauen? Wisst ihr das zufällig noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich mach's da drüben beim Essen. Hier ist ja auch das Essen. Das heißt, da können wir hier easy unsere... Ach, guck mal. Perfekt. Das reiht sich doch perfekt mit ein. Also hier sind wir echt schon gut bedient. Wie viel Essen? Essen 6 und es gibt doch 12 Leute. Okay. Ambala, was mache ich denn? Da muss ich noch ein bisschen was reinkloppen ins Essen. Das geht so nicht. Das ist zu wenig. So. So. Jawohl. Wo nehme ich jetzt eigentlich das Zeug hierher? Das habe ich noch nie im Leben im Rucksack, ne? Das ist doch irgendwie... liegt das vielleicht als Überzeug, das übergeblieben ist in... Ja, in diesem allbasenübergreifenden... in dieser Werkbank, oder? Oder ziehe ich mir das gerade aus dem Arsch hier? Oder ist es einfach nur die Ernte lokal, die ich jetzt praktisch direkt umsetze? So. Das muss halt noch jemand machen hier, ne, Leute? Könnt ihr da mal dran gehen? Die sitzen alle da vorne bei diesem Ding rum. Du, komm mal her. Du machst jetzt was. So, komm mal mit. Du gehst hier hin und kümmerst dich um das Essen. Bitteschön. So, 7 Essen, 8 Essen, 9 Essen, 10 Essen, 11 Essen, 12 Essen. Sehr schön. Ich sehe noch sonstige rote... Ja, da ist noch eine da hinten. Frau, du hast auch nichts zu tun. Sehr gut. Du kümmerst dich hier drum. Zack. Okay. Okay. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir auch noch auf jeden Fall einen Wachposten in die andere Richtung, um jetzt nicht so viel von unseren Ressourcen zu verteilen. So in die Richtung, weil wir da auch noch nichts gebaut haben. Und einen noch in die Richtung. So. Wer? Ah, okay. Ja, super, wir werden von da angegriffen. Das sind Gunner, die sind härter, hat der eben Preston auch schon gesagt, ne? Die sind schon nicht schlecht. Aber von uns kriegen sie halt die Fresse poliert, ist klar. Das gehört jetzt uns. Das gehört jetzt uns, so. Wo ist denn der? Ach so, bloß die stehen da drin. Ah, ne. Bitteschön. Bam! Bitch! Get out, ma. Ist da oben jemand von uns? Habt ihr gesehen, da hat jemand, der hat da hochgeschossen. Als wenn da oben jemand stehen würde. Ja, da ist jemand, nice. Richtig nice. Könnt ihr noch ganz kurz die Dinger besiedeln, bitte? Warte mal. Hast du was zu tun? Du hast nichts zu tun. Sehr gut. Du musst noch ganz kurz dahin. Oder sind die schon... Nein, die sind noch nicht besetzt. Sicher. Sehr gut. So, das andere wurde auch automatisch besetzt. Alles klar. Dann haben wir ja schon mal alles gemacht. Dann können wir noch kurz... Was habe ich denn hier gemacht? Einen Kühler habe ich da aufgebaut, den ich gar nicht brauche. Weil ich einfach alles in die Dinger reinlege, ne? Dann können wir direkt pennen. Und wisst ihr, was wir noch machen können zum Farmen von Kronkorken? Jetzt, weil wir gerade hier so viele Leute haben. Wir können doch ein Geschäft irgendwo hinstellen. Und damals auf der Xbox hatte ich die hier alle stehen, hier so nebeneinander. Ich mache es jetzt hier drüben hin, weil hier ist unsere sichere Reihe. Wir machen einfach einen Verkäufer. Achso, Marktstand. Oh, guck mal, der sieht ja cool aus. Dann machen wir mal... Was ist denn das? Handelsplatz? Ein Handelsplatz. Generiert einen von der abhängiges Einkommen, macht Siedlung. Ja, ich mache jetzt das ganz klein hier, davon können wir 19 bauen. Aber welches? Das hier oder das hier? Das hier passt irgendwie besser. Nur wie rum? Ach, ich mach's so rum. So. Und jetzt, das hat jetzt auch Geld gekostet, wie ihr gesehen habt. Und jetzt kann ich da einfach jemanden befehligen, dass er sich da reinsetzt. Also für alle, die das jetzt noch gar nicht kennen. Wobei ich glaube, die meisten Zuschauer, die hier bei der Fallout-Geschichte zugucken, kennen sich mit Fallout auch schon ganz gut aus, aber trotzdem... Zack, verstehe. Verstehe.
Und jetzt generiert das Ding halt auch Geld. Also da ist dann später irgendwann mal hier drin Geld vorzufinden. Wo man hier reingeht und dann auf... ja, keine Ahnung, wo es ist. Es hat dann Geld. Noch am Stizzle. Gut, jetzt gehen wir aber los. Wir wollen doch unbedingt hier nach... wo ist die Finchfarm jetzt nochmal? Da, Saugus Ironworks. Befreie deinen Geist. Das klingt nach einer Werbung irgendwie. Für Tampons oder so. Guck mal nur. Sexy. Voll das schöne Ei, ey. Da drin will ich schlafen und Fernsehen gucken. Ja. Los, Fallout. Tu es. Lade bitte etwas schneller. Fanuka Cola. Ah, oh, jetzt wollte ich gerade den... Wo sind sie hin? Ich hab... Alter! Was war das? Im Sprung! Er schießt im Sprung! Er schmeißt ein Ding im Sprung! Ist das ein Wahnsinnskerl? Ach, das ist ein Wahnsinnskerl! Ach, das ist doch gerade mal ein Wahnsinnskerl! Was ist es? Oh Gott! Piper! Piper, bitte kill den Flammenwerferkerl hinter mir! Ich hoffe, du hast den gleich, Pipe, der ist, glaube ich, in meinem Anus, kann das sein? Oh, Scheiße, oh. Alles klar. Cool bleiben, einfach cool bleiben. Batsch, bumm. Solange sie zurück in den Stolpert. Vielleicht kurz was naschen. Zack. Kurz nachladen, zur Seite gehen. Abwarten. Und die Snitch zerstören. Bam. Was, du Penner? Sag dir einfach Penner zu mir. Haben wir hier schon geguckt? Ja, ne, da waren wir schon drin. Wow. Was ist denn da gerade kaputt gegangen? Das hab ich ja noch nie erlebt, dass... Fuck. Dass irgendwas zerstört wird in Fallout. Also, dass es richtig kaputt geht. Was bereits gebaut ist. What the fuck? Das war doch gescriptet, oder? Ah. Vielleicht aufhören, auf mich zu schießen. Danke. Okay, Piper? Die chillt und grillt wahrscheinlich... wieder ordentlich. Okay. So, Fullspeicherung und direkt rein. Das ist eine ziemlich nette Angelegenheit. Ja, dann ja, und bumm. Saugus Ironworks. Wir gehen hier mit unserer, keine Ahnung, Waffe rein, die diesen Radschaden macht. Das heißt, wir gewinnen natürlich jetzt alles, ist longer ausschaut. Fuck, hallo. Oh, hallo! Hallo? Da ist nichts mehr. Ja, da ist nichts mehr. Der hat schon recht. Fuck. Boom. Ah, die hat ihren Ding verloren. Den Flammenwerfer. Die sind ziemlich hot hier, die Boys. Man sieht's. Und auch die Girls. Aber vor allem, das denkst du mal, ne? Oh. Da draußen ist was. Ja. Da ist was. Wir sind voll unter Beschuss und sie. Hey, dude. I think there is someone. I think there is someone and someone is shooting at us. Komm mit, Voips. Alter, kannst du mal auf, für mich anzuschießen von da oben? Du Pisa. Ich esse jetzt so einen total krassen Reparatur-Robotersatz. Ist kaputt. Ja, ich nehme ein Stinkpack. So, wo ist der? Ich kann ihn nicht. Ich konnte ihn nicht sehen. Pff, die sind irgendwie total locker. Ich weiß nicht, ob wir durch irgendwas schon voll geschützt sind vor Flammen oder Feuerschaden, aber irgendwie geht das echt ganz gut, oder? Wir haben noch nicht mal einen Chat reingedrückt. Das ist alles der Fabrik, siehst du das nicht? Du böse Kanone. Haha. Da ging er mal voll in die Hose. Hat einfach gegen die Tür geschossen. Der hat doch bestimmt einen Brandfleck, da gucken wir gleich mal. So. Wie schön. Dich kann man einfach nicht aussperren. Ja, ich habe aber dich ja eben ausgesperrt. Aha. What do we got here? Einkaufskorb, Whisky und Daytripper. Oh, ist es Street Patron? Oh, Mann, nichts mehr zu sehen von Ihnen. Naja, ich komme jetzt hoch. Dann seht ihr mich gleich überall. Machen wir hier mal auf. Wahrscheinlich öffnet uns das die Tür nebendran. Oder den Geschütz-Ding ins Balls.
Das könnte es sein, ist falsch. E, es ist falsch, das W ist, das, Scheiße. Ja, E und S sind falsch. Das könnte es sein. Schissel. Wow, oh Gott, wie viele waren das jetzt? Waren das schon zu viele? Eins, zwei, es waren schon drei, ne? Ja. Ach, ich kann es hier oben sehen. Dharma. Aha. People. Das wär's. Na, ich wusste es. What the fuck, ja. Dude? Manchmal hat man einfach so Glück. Mit Glück, man nein. Hallo. Wo bist du hin? Er guckt einfach um die Ecke ins Nichts. Wer ist da? Na, wundert, dass ich das da sterb. Ja, was ist das? Ein Geschmiede, der liegt hier rum. Die klingt inzwischen alles nach Schatten. Das wird hier nicht allein, Blue. Ja, ich habe einen angefeckt, aber selbst den. Jawohl, wir können uns jetzt noch hier einen kleinen Robocop dazu holen. Tool. Bin ich dumm oder was? Was geschieht hier? Slap. Boom. Crap. Haha. Protektor und Steuerung. Aktive Persönlichkeit. Standard. Ich weiß nicht, muss ich das eigentlich jedes Mal einschlägig geben, weil ich muss Rechtsvollzug einstellen, weil er sonst anfängt hier irgendwie, keine Ahnung, nichts zu machen oder irgendwas, irgendwelche Feuer zu löschen oder so. Stehe ich da, liege ich da überhaupt richtig mit meiner Einschätzung? Wisst ihr das? Ja, fuck. So. Das müsste auch sagen, wenn was nicht klappt. Scheiße. Fuck. Geschafft. Oh no. Nicht immer nur geschafft. Das hat auch mal. Ach, nicht geschafft. Oh, oh, oh. War das der? Ich glaube, das war der. Der da hier drin lag. Wie geht denn das? Nein, wir sind nie in Sicherheit. Ich bin kein Arschloch, aber egal. Du Wichser. Sagt er zu einem Arschloch, ey. Also, hallo, ich darf. Darf ich ja wohl mal um eine bessere Ansprache bitten, ja? Ich bin General-Arschloch. A Kickplate. Hallo. Wer ist tot, wenn er mich erwischt? Du. Wenn ich dich erwischen würde, du Sack. Das wäre cool, wenn es einen Knopf gäbe, wo man Sachen rufen könnte. Dass die Angst bekommen. Da sind sie wieder. Piper ist natürlich wieder in Sicht. Piper, ich sehe hier keinen. Gegen wen schießt du? Oder oh, was für ein Dummbatz. Er hat sich den Molly ja praktisch selbst ins Gesicht geworfen. Hahaha, bye bye. He's just a dumbass. Oh Gott, wir legen wieder so an Gewicht zu, ne? Durch diese Aluminiumdose. Durch diese Aluminiumdose. Durch diesen ganzen Wurfkram, den wir dann auch erstmal wieder verwerfen müssen. Frostschutzmittel ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig. Okay. Pipes hat den gekillt. Warum ist da unten jetzt das. Ah ja, okay. Ja, ich erinnere mich ja dran. Es gibt gleich einen ultimativen Showdown. Einen ziemlich krassen, ja, da drin. Da ist der eine Ausgang. Wir decken noch kurz unten alles ab, also loot-technisch. Holen noch alles. Kann man hier einfach runter. Na gut, wir werden da schon irgendwie wieder hochkommen, oder? Ja, wird passen. Also, weg mit dir. Piper, wo ist denn der andere, den du gekillt hast? Oh, kann man da. Warte mal kurz. Das, würde mich doch erstmal sehr interessieren. Ganz schön heiß da drin, Leute. Geht da nicht rein. Mein Tipp an euch, merkt euch, Tutorial heute, wie stirbt man nicht in Fallout, springt nicht in diesen Kessel. Der ist nicht gut. Das ist ziemlich heiß. Was hast du? Wo ist eigentlich der Roboter? Ist der hier schon down gegangen? Falls ja, würde ich gerne die Teile. Sie poltert so krass. Wie findet man hier drin überhaupt etwas? Ja, Papa, als Mann ist man natürlich schon begabt, was da was angeht. Ich gesagt. Ich gehe jetzt weiter.
Hier war noch einer. Hier irgendwo war noch einer. Der hat doch rumgeballert. Ist es der? Ja, dann können wir hier jetzt wieder hoch. Oh. Elektromagnetische Kartusche. Das heißt, wir können hier... wir könnten jetzt easy mit diesem geilen Gauss-Gewehr, wie es heißt, hantieren. Ich glaube, die kommen da rein, die Kartuschen. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben es ja noch nicht mal, das Gauss-Gewehr. Müssen wir erstmal noch irgendwie finden. Ich glaube, herstellen kann man es nicht. Ja. Ah, hier ist noch was. Wahrscheinlich für das Geschütz, ne? Das Terminal. Oh, jene, die die Geschmiedeten enttäuscht haben. Ach, sehen. Hat bei der Behandlung der Wunde geschrien, Strafe, Amputation, Verbannung. Hat beim ersten Test betrogen, Täter und Familie an die Schmiede verfüttert. Oh, shit. Schon der Verbannung oder Verbrennung? Verbrennung, okay. Aus dem Kampf geflüchtet, an die Schmiede verfüttert. Also einfach wahrscheinlich in die Schmiede geworfen. Duke ist unerlaubnis während des zweiten Tests gestorben. An die Schmiede verfüttert. Was eine Schweinerei. Wie kann er nur einfach sterben? Hat Ration geklaut. Bekam geschmolzenes Eisen zu essen. Oh mein Gott. Und er ist nicht davon gestorben. Okay. Havok hat Medikamente an den Feind gegeben. Zu Tode gefoltert. Mhm. Hat Gegner aus dem Kampf flüchten lassen. Gebrandmarkt, verbannt. Rife hat während der Wache geschlafen. Augen an Myalogs verfüttert. Verbrannt. Verbannt. Krass. Hat während des Tages letzten Tests geschrien, an die Schmiede verfüttert. Viper hat sich geweigert, Zivilisten zu exekutieren. Familie exekutiert. Verbrannt. Ach, ich sage es einfach verbrannt, scheißegal. Hat sich geweigert, den Namen zu ändern. An die Schmiede verfüttert. Yancy. War der Name irgendwie zu kacke? Yancy klingt doch ganz gut. Klingt wie Jänschen. Wie so eine verniedlichte Form von Jens. Jänschen. Okay, macht euch bereit. Wir gehen hier jetzt rein. Ich brauche keine volle Speicherung. Ich bin ein Mann. Boom. Tsching. Also wir haben noch einen Dialog, aber ich glaube, wir kommen aus diesem Kampf so oder so nicht raus. Ich weiß nicht, ob ich diesen Dialog jemals... Hilfe! Ja, mal gucken. Wenn er versucht abzuhauen, töte ihn. Du musst ziemlich stark sein, wenn du es hierher geschafft hast. Saustark, hallo? Voll der große Mann und so. Wer bist du? Wer bist du denn überhaupt? Boah! Slack. Und wir sind die Geschmiedeten. Und du... Du bist jemand mit Mumm. Das gefällt mir. Siehst du, Jake? Hier ist jemand, der meine Zeit wirklich wert sein könnte. Nicht wie du. Sie werden mich töten. Ich hab dir alles gebracht, was du wolltest. Dinge von deiner Familie zu stehlen, beweist nicht deine Stärke. Ah, das ist der Junge. Allerdings könntest du mit diesem wunderbaren Schwert, das du mir gebracht hast, noch eine letzte Chance erhalten. Töte den Gefangenen und zeig mir, dass du doch zu was Nütze bist. Du hast gesagt, wir würden Überfälle außerhalb des Commonwealth durchführen. Die Leute sind keine Gefahr für uns. Zeig mir, dass du töten kannst. Entweder du oder er. Oh Gott, was soll ich tun? Slack. Geh weg, Jake. Töte ihn, Jake. Bitte, lass mich gehen. Was ist mit deiner Familie? Was wirst du tun, Jake? Würde Abraham wollen, dass du das tust? Ich dachte, er hasst mich. Hat er dich geschickt, um mich zu finden? Ja. Ja, er ist stur. Aber er wollte, dass ich dich zurückbringe. Du hast recht. Ich will nicht zu den Geschmiedeten. Ich will nur nach Hause. Okay, wartet kurz. Jetzt speichert. Nee, ich bin schon ganz los. Es ist nicht Glück, dass er einfach in eins von diesen Dingern fällt, oder? Wenn du mich tötest, bevor ich bis drei zähle, ist es vorbei. Eins. Hilfe! Zwei. Drei. Das wird nicht lang dauern. Okay. Wir haben jetzt keinen Fatman dabei, oder? Hätte ich ihm einfach mit dem Fatman die Fresse schießen. Fatman. Nee, hab ich nicht dabei. Also, Monsieur Geschmiedeter. Hier wird erstmal Ihr Gesicht massiert. Boah. Boom, Bitch! Get out my way! Ich drücke jetzt mal Medical. Critical rein. Weil das Feuer echt scheiße verheerend ist irgendwie. So. Jetzt lade ich kurz nach. Warte, bis der Dummkopf kommt. Und nehme mir. Jet. Und dann geht's rund. Scheiße, ja! Oh, nicht weg, nicht ganz weg, ey. Okay, irgendwie hält der echt viel aus. Da müssen wir ganz, wie viel Life habe ich noch überhaupt? Okay. Warte mal. So. Oh Gott, da kommt noch ein Flammenwerfer von hinten scheinbar. Oder hat die Alt den? Die Alt hat den! Was hat sie eigentlich jetzt mit dieser Laserwaffe gemacht? Ich habe ja nichts mitbekommen. Bye bye. Das war critical, nur auf die Rübe.
Dönermesser. Oh mein Gott, ein Dönermesser. Guck euch das geile Ding an. Oh, ist das nicht sexy? Oh nein, ist er jetzt tot, deine? Oh, das scheint so, als wenn er tot wäre, ja. Dieser. Der Siedler. Naja. Das ist echt blöd gelaufen, Siedler. Finde ich aber auch geschmiedeter Bock. Ist der andere. Gut, der Jake oder wie heißt, steht da unten. 20 Kronkorken. Das hat sich aber gelohnt. Ist das irgendwie ein Lulli oder so? Warum hatten wir nur so wenig Kram? So, das Lex Terminal. Das ist seins. Das können wir noch geschwind entsperren. Room. Mhm. Cool. Cool. Schwach. Bisher nur schwache Rekruten, sie zerbrechen, anstatt immer schärfer zu werden. Müssen Operationen im Commonwealth aufgeben, wenn wir nicht bald bessere Leute finden. Fortschritt. Hab ein paar Nachbarn getroffen. Nennen sich selbst die Gunner. Stärker, scharfsinniger. Hab ein paar dazu überredet, den Test zu machen. Haben bestanden, jetzt sind sie Geschmiedete. Ihre Anführer waren davon nicht sonderlich begeistert. Es gab etwas Blutvergießen, aber als sie gemerkt haben, wie entschlossen wir sind, haben sie sich für Verhandlungen entschieden. Klug von ihnen. Jetzt gehen die Geschichten rum von der Gang, die Gunner besiegt hat. Okay. Material. Die Schrottlieferungen aus Dunwich Borough sind ausgeblieben. Hab Bedlam bloß geschickt, um den Madenfeuer unter Marsch zu machen. Ja, die haben wir ja ausgerottet. Jake, ein weiterer unvollkommener Kandidat versucht, sich seinen Weg hinein zu erkaufen, aber die Klinge, die er mitgebracht hat, ist beeindruckend. Ich lasse ihn den Test machen. Wenn er versagt, habe ich trotzdem etwas davon. Jetzt wundert mich, oder ich frage mich, ob dieses Material auch trotzdem hier drin stehen würde, auch wenn wir nicht schon dort gewesen wären. Kollege, Jared und seine Crew sind tot. Keine große Überraschung, wahrscheinlich war er nicht mal nüchtern genug, um den Kampf zu genießen. Hier natürlich die gleiche Frage. Wäre das auch da gestanden, wenn wir noch gar nicht da gewesen wären? Kann es überhaupt passieren, dass wir da nicht gewesen waren, dass wir da nicht sind und trotzdem schon hier sind? Ist das möglich? Wer weiß. Die Antwort weiß nur, der Wind. Der Wind. Der Wind. So, Jake. Achtung, Mofo. Guck dir mal den krassen Sprung an. Traust du dich auch, Bitch? Hi. Warte, warte. Tut mir leid, ich hab's vermasselt. Ich war in Panik. Sei froh, dass ich eine Schwäche für dumme Tiere habe. Ich hab's echt vermasselt. Oh Gott, ich bin so ein Arschloch. Ich sollte wohl versuchen, zu Hause alles ins Reine zu bringen. Ich hab zwar kein Recht, dich darum zu bitten. Aber wenn du mir beim Erklären hilfst, dürfte es mit meinem Vater... Mach ich, Jake. Wenn du ihm das Schwert meines Urgroßvaters bringst, wird sich das für dich lohnen. Er versucht immer fair zu sein. Ich warte an der Überführung in der Nähe der Farm. Sein Urgroßvater war also ein Meister des Döners. Gut, gut. Schön, schön. So ein Dönermeister ist schon was Besonderes. Kann man schon von leben. Also, ich werde erstmal mit ihm mitgehen. Komm, ich will nicht so sein. Er soll seine Komm mit, es ist gleich Begnadigung durch mich haben. Aber ich glaube, das mache ich dann erst in der nächsten Folge, oder? Mache ich das noch geschwind? Ach komm, ich mach's noch geschwind. Wir gucken mal, wie der Vater so reagiert. Ob er ihn schlägt oder... Und vor allem, ob er uns das Messer abnimmt. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich denke, er überlässt uns das als kleines Geschenk dafür, dass wir seinen Sohn zurückgebracht haben. Oder sogar halt eigentlich gerettet haben. Also nicht nur zurückgebracht, sondern wir haben ihn ja auch echt hart gerettet. Scheiße, was war das? Scheiße, was war das? Ein Terrarium kenne ich nicht. Der ist einfach umgefallen. Jake, hast du gerade ganz viel du willst gesagt? Du keine Kacknase. Er hat seinen Vater beklaut, sein Vater. Jake! Jake, ich war kurz total warm. Voll ekelhaft, Jake. Liegen hier oben eigentlich noch Leichen rum, die ich gefistet habe? Ne? Ist der Jake jetzt schon runtergehüpft oder was? Warte mal, vielleicht finden wir hier irgendwo noch eine Kuppe. Eine Kuppe. Eine Fingerkuppe. Irgendwo eine Puppe. Oh, Piper, sorry. War überhaupt nicht mit Absicht. Ich hab gar nicht. Komm mit, es ist gleich hier drüben. Jake, fickst du mich gerade? Wie ist denn das bitte schon passiert? Wie bist du gerade eben umgefallen? Tut dir laufen so sehr weh, bist du so schwach? Los. Dude, what's wrong, dude? I can't understand, dude. Was ist mit der Jugend von heute nur los, ha? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Was ist hier oben? Oh. Warte mal. Krasser Sprung! Ja gut, über mir ist zu. Nur da kann man nicht springen. Darfst du halt auch nicht aus den Augen lassen, sowas. Liegt da was? Läge da etwas? Nein.
So. Was haben wir jetzt hier von Terrarium? Nichts. Reine Zeitverschwendung ist es hier. Jake! Fuck! Oh Gott! Tja, Jake. Okay, alles gut. Fuck, ey. Kurz Panik bekommen. Oh, eine Badewanne. Sehr schön. Hoffentlich gehört das noch zum Grundstück. Wahrscheinlich nicht. Jake, wo bist du denn? Bist du schon direkt dort? Ich glaube, der ist schon direkt dort. Der steht maximal 3 Meter vor seinem Vater entfernt. Von seinem Vater entfernt. Das kann doch gar nicht sein. Wir treffen uns an der Unterführung, kurz vor unserem Haus. Na dann mal los. Na dann mal los, Jake, ne? Hallo, Vater. Ich sag das im Gute. Junge, ich hab dir gesagt, Abraham, wenn du dich noch einmal blicken lässt. Ist mein Junge wieder zu Hause? Was? Ja. Jake ist wieder da? Ja, ich hab's gemeistert. Das kostet 8 Millionen. Ich weiß, dass ich missgebaut hab. Oh, ihr habt so viel Schrott? Dachte, das nehme ich schon. Passt schon, das nehme ich. Wenn ich bin, könnte ich sie davon abhalten, uns zu überfallen. Ich wollte... Ich will niemanden verletzen. Mir egal, was noch du gehört er mir. Ich hab gesagt, Abraham Francis Finch, das reicht jetzt. Mama ist... Halt den Mund, Jake. Hm. Wenn ich noch ein Wort von euch höre, schält ihr das ganz... nächste Jahr Kartoffeln. Seit Jahren streitet ihr euch. Hm. Ich dachte, ihr könntet eure Probleme vielleicht selbst lösen. Hm. Abraham, dein Sohn ist ein erwachsener Mann. Und wenn er sich auch so verhalten soll, behandle ihn nicht mehr wie ein Kind. Jake, dein Vater und ich waren da draußen und wissen, dass es gefährlich ist. Wir möchten nur, dass du bereit bist. So, das war's. Und wenn ich jetzt noch ein Wort von irgendwem höre, dann... Hier sind die Kronkorken und ein Bonus, weil du meinem Jungen geholfen hast. Danke. 500 Crown Kicks. Dude. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.